Astronomen schätzen, dass der Durchmesser des beobachtbaren Universums mehr als 90 Milliarden Lichtjahre beträgt. Das sind mehr als 800 Milliarden Billionen Kilometer von einem Rand des Weltalls zum anderen. Das Universum enthält mindestens 170 Milliarden Galaxien mit unzähligen Sternen und Planeten. Es gibt mehr von ihnen als alle Sandkörner auf allen Stränden der Erde. Mitten in diesem kosmischen Ozean befindet sich eine Kugel aus Wasser und Gestein. Sie ist die Heimat von mehr als 8 Millionen Arten von Lebewesen. Das ist unsere Lebenswirklichkeit. Endlose Spekulationen und unzählige Theorien haben sich an ihr entzündet. Alle führen zu einer faszinierenden Frage. Warum hat sich gerade auf dem dritten Planeten eines Sonnensystems zwischen zwei Spiralarmen der Milchstraße das Leben entwickelt? Hatten wir einfach nur unglaubliches Glück? Oder war mehr im Spiel als blinder Zufall und das ziellose Zusammenspiel von Energie und Materie? Für uns Erdbewohner ist das Leben oft eine Selbstverständlichkeit und wir sind verwöhnt vom Reichtum des Lebens. Die klimatischen und geografischen Bedingungen unseres Planeten erhalten eine Biosphäre, die vielleicht im ganzen Universum einzigartig ist. Und es gibt kaum einen Ort auf der Erde, der zu heiß, zu kalt oder zu isoliert ist, dass Lebewesen dort nicht gedeihen könnten. Inmitten dieser atemberaubenden Vielfalt liegt die vielleicht größte Herausforderung für die Wissenschaft überhaupt. Jedes Insekt, jeder Mammutbaum und jeder Wal lässt die Frage aufkommen, wie ist das erste Leben entstanden, zu einem Zeitpunkt, an dem es überhaupt noch kein Leben gab? Wie begann also das Leben auf der Erde? Where do we start? I mean, there are dozens. Wo beginnen wir? Es gibt Dutzende von Theorien und darunter findet sich eine ganz erstaunliche Vielzahl von Standpunkten, die sich oft gegenseitig ausschließen. Um das Rätsel zu lösen, ist man gezwungen, Annahmen darüber zu machen, was in der fernsten Vergangenheit passiert ist. Denn es gibt keine unmittelbaren Beweise, weil niemand das Ereignis bezeugen kann. Zudem gibt es auch so gut wie keinen fossilen Befund. Was wir nie beobachten, niemals, ist, dass leblose chemische Stoffe eine Zelle formen. Wir haben es also mit einem Forschungsgebiet zu tun, auf dem die wichtigste Handlung schon längst abgeschlossen ist. Die Urgeschichte der Welt kann tatsächlich nur lückenhaft erzählt werden. Dennoch, und trotz des Fehlens greifbarer Beweise, nehmen die meisten Wissenschaftler an, dass das Leben begann, als Energie die leblose Materie in den Ozeanen, der Kruste und der Atmosphäre des Planeten aufgeladen hat, um die Bausteine für die erste selbstreplizierende Zelle zu schaffen. Wenn man nach dem Ursprung des Lebens fragt, dann lauten die Regeln der Philosophie, dass man zur Lösung des Rätsels Materie und Energie verwenden kann, dazu die Naturgesetze, die natürlichen Ungleichmäßigkeiten und den Zufallsprozess. Und damit ist der Werkzeugkasten ausgeschöpft. Was aber von den sogenannten Regeln der Wissenschaft völlig ausgeschlossen wird, ist Geist oder Intelligenz.
Wenn man dieser Ansicht einen Namen geben soll, so gibt es keinen besseren als wissenschaftlicher Materialismus. Eine Philosophie, die besagt, dass die einzige akzeptable Erklärung in Begriffen von Materie und Energie formuliert werden muss. Und wenn man das Problem mit diesen Werkzeugen nicht lösen kann, darf man die Regeln trotzdem nicht ändern. Wie konnte also aus dieser Sicht das Leben allein durch Materie und Energie entstehen? Versuchen Sie einmal, das Problem zu lösen. Alles Leben, das je auf der Erde existierte, ist aus Zellen aufgebaut. Und die Hinweise auf ihren Ursprung sind überall im Netzwerk der molekularen Maschinen zu finden. In einer heutigen eukaryotischen Zelle verrichten komplexe biologische Mechanismen, die in einer flüssigen Umgebung schwimmen, ihre Arbeit. Jede dieser Maschinen ist leblos. Aber zusammen ermöglichen sie Wachstum, Bewegung, Stoffwechsel und Fortpflanzung, die Grundfunktionen des Lebens. Jeder Bestandteil dieser zellulären Fabrik ist aus Makromolekülen zusammengesetzt und die häufigsten von ihnen sind Proteine. In ihrer funktionellen Vielfalt sind Proteine so konstruiert, dass sie dazu beitragen, die genetische Information auf einem DNA-Strang zu entschlüsseln und zu kopieren. Passend wie eine Hand zu einem Handschuh lösen sie chemische Reaktionen aus. Sie kontrollieren den Durchgang von Elektrolyten und Nährstoffen durch die Zellmembran. Und sie schleppen Container, die mit Fracht auf Gerüsten gefüllt sind und die ebenso aus Proteinen bestehen und sich selbst zusammenbauen können, an jeden Ort der Zelle, an dem sie gebraucht werden. 500.000 Mal vergrößert beinhaltet ein rotes Blutkörperchen 280 Millionen Hämoglobinproteine, jedes designt, um Sauerstoff zu transportieren. Wenn wir eines von ihnen isolieren, entdecken wir, dass jedes Protein aus Hunderten von kleineren Molekülen besteht, die Aminosäuren genannt werden. 20 verschiedene Arten von Aminosäuren werden in lebenden Organismen gefunden. Die individuelle chemische Struktur eines jeden Moleküls erlaubt die Bildung von mehr als 100.000 verschiedenen Arten von Proteinen. Die Konstruktion beginnt, wenn bestimmte Aminosäuren zu einer Kette angeordnet werden. Ein Vorgang, der oft mit dem Aneinanderreihen von Buchstaben zu sinnvollen Wörtern und Sätzen verglichen wird. Wenn diese einzelnen Bausteine in die richtige Reihenfolge gebracht werden, faltet sich ihre Kette zu einem Protein, das vollständig ausgerüstet ist, um seine Aufgabe innerhalb der Zelle zu erfüllen. Aber wenn die Aminosäuren nicht in der richtigen Reihenfolge angeordnet werden, wird sich die Kette nicht falten und wird schließlich zerstört. Die einfachste lebende Zelle enthält mindestens 300 verschiedene Arten von Proteinen und die biologische Maschinerie, die notwendig ist, um Wachstum, Fortpflanzung, Energieumwandlung, Lagerung und Verarbeitung von genetischer Information und den Schutz der Zelle vor der Außenwelt zu ermöglichen. Ähnliche Bausteine und Funktionen waren auch für die erste lebendige Zelle erforderlich. Lassen Sie uns nun diese grundlegenden Erkenntnisse der Chemie auf eine gängige Theorie zum Ursprung des Lebens anwenden. Wissenschaftler haben lange spekuliert, dass urzeitliche Ozeane mit Aminosäuren gefüllt waren, die herumschwammen und kollidierten wie beim Autoscooter. Möglicherweise hat eine dieser zufälligen Kollisionen eine Kette hervorgebracht, die lang genug war, um sich in ein Protein zu falten. Später haben weitere Aminosäuren sich zu weiteren Ketten verbunden, die sich in noch weitere Proteine gefaltet haben. Gleichzeitig haben sich andere komplexe Moleküle wie Nukleinsäuren, Fette und Zucker, ebenfalls wesentliche Komponenten, zusammengefügt. Dann kam, ohne Voraussicht oder Lenkung, genau die richtige Kombination der Moleküle in dieser chemischen Ursuppe zusammen, um eine Membran zu bilden, die alle Maschinen beinhaltete, die für eine selbstreplizierende Zelle notwendig sind. Und dann haben wir das Ergebnis: das Leben aus unbelebter Materie.
Wissen Sie, das klingt alles so vernünftig. Aber auf der frühen Erde wäre schon das Überleben der komplexen inneren Bestandteile der Zelle ungeheuer schwierig gewesen. Denn das Leben, wie wir es tatsächlich kennen, ist durch eine Vielzahl dieser molekularen Maschinen charakterisiert. Wenn man diese unersetzbare Hardware entfernt, dann hören die Zellen auf zu existieren. Denn man gelangt an eine Stelle, an der man nicht weiter vereinfachen und dennoch lebendig bleiben kann. Über sie hinaus gibt es nur den Tod. Es gibt die Kritik, dass man die moderne Zellbiologie nicht auf die Vergangenheit übertragen kann. Egal wie die erste Zelle aussah, sie muss sehr viel einfacher gewesen sein als die Zellen, die wir heute kennen. Okay, diese Prämisse kann ich in Betracht ziehen. Beschreiben wir also die erste Zelle. Als erste lebende Zelle brauchen sie eine Begrenzung, eine Membran, die sie vor dem Rest ihrer Umgebung schützt. Diese Membran muss bestimmten Nähr- und Rohstoffen selektiv den Durchgang ermöglichen, die von der Zelle als Treibstoff und Energie gebraucht werden. Sie werden außerdem große Mengen von genetischer Information in aufgewickelten DNA-Strängen lagern. Diese genauen Anleitungen für das Leben werden mit bemerkenswerter Präzision kopiert. Dann wird die Information in Fabriken, den sogenannten Ribosomen, in Ketten von Aminosäuren und Proteinen umgewandelt. Endlich sind sie mit allem ausgestattet, was sie brauchen, um künftige Zellgenerationen zu reproduzieren. Diese Grundfunktionen werden von allen Lebewesen ausgeführt. Sie sind symptomatisch für das Leben. Ob sie also eine Zelle in der Vergangenheit waren, eine sehr einfache Zelle oder eine kompliziertere Zelle von heute sind, es spielt keine Rolle. Sie werden auf jeden Fall diese Grundfunktionen vollziehen müssen. Trotz überzeugender Gegenargumente wird die Vorstellung, dass sich einfache chemische Stoffe von selbst zu einer lebenden Zelle verbunden haben, seit mindestens 150 Jahren vertreten. 1871 schrieb Charles Darwin einen Brief, in dem er einen kleinen warmen Teich beschreibt, der mit all den nötigen chemischen Stoffen gefüllt ist, um das Leben zu erzeugen. Ein halbes Jahrhundert später erweiterte der russische Biochemiker Alexander Oparin Darwins Ideen. In seinem Buch Der Ursprung des Lebens beschrieb er eine Ursuppe und die allmähliche Entwicklung von einfachen chemischen Verbindungen bis zur lebendigen Zelle. Im Jahr 1952 wurde die Hypothese dann überprüft. Stanley Miller, Doktorand an der Universität von Chicago, wollte herausfinden, ob die einfachen chemischen Verbindungen tatsächlich ausreichen, um die Bausteine des Lebens zu erzeugen. Der junge Wissenschaftler konstruierte einen gläsernen Apparat zur Simulation des Wasserkreislaufs in der Frühzeit der Welt. Er füllte ihn mit einer Mischung von Gasen, aus der die Atmosphäre der frühen Erde bestanden haben soll. Miller erhitzte seine Zutaten und lud die Gase mit Blitzschlägen auf, elektrische Impulse, die eine Reaktion auslösen sollten. Nach nur wenigen Tagen formte sich eine derartige Masse in Millers Glas. Darin identifizierte er 4 der 20 Aminosäuren, die in Proteinen zu finden sind. Zum ersten Mal wurden unter den vermuteten natürlichen Bedingungen Moleküle, die zur Entstehung des Lebens nötig sind, aus Materie und Energie erzeugt. Es gab eine große Begeisterung, als das Miller-Experiment zum ersten Mal veröffentlicht wurde, denn es sah so aus, als sei es ganz einfach, die Bausteine des Lebens herzustellen. Und wenn das so einfach möglich ist, dann wäre es vielleicht auch nicht schwer, von diesen chemischen Stoffen zu den ersten lebenden Zellen zu gelangen. Stanley Millers Experiment, das in seinem Aufbau so bahnbrechend war, erwies sich später als äußerst fehlerhaft, weil er nicht die richtigen Gase verwendet hatte. Er verzichtete auf Stickstoff, Kohlendioxid und Sauerstoff, die genau die Moleküle, die für das Leben auf der frühen Erde nötig waren, zerstört hätten.
Aber trotz dieser Fehler inspirierte Millers Arbeit weitere Versuche, präbiotische Bedingungen experimentell wiederherzustellen. Nach jahrzehntelanger Forschung ist die Hoffnung auf einen einfachen, geraden Weg zu einer Lösung schon lange verblasst. Dennoch wird zum Ursprung des Lebens überall auf der Welt weitergeforscht. Die Kernhypothese, dass lebende Zellen aus natürlichen chemischen Prozessen hervorgegangen sind, wird chemische Evolution genannt. Chemische Evolution braucht viele Voraussetzungen. Und wenn man sie als Erklärung für den Ursprung des Lebens ernst nehmen will, muss man einige grundlegende Erkenntnisse der Biologie ernsthaft mit in Betracht ziehen. Die Moleküle, die für das Leben notwendig sind, sie haben keine Intelligenz, keine Voraussicht. Sie können nicht wissen, was sie als nächstes tun müssten, um sich zu organischer Chemie zusammenzusetzen. Wenn ich Aminosäuren in meinem Labor in ein Reagenzglas fülle, selbst wenn ich sie erhitze und gut durchschüttle und das für 100 oder 1000 oder 10.000 oder 1 Million Jahre, würde nichts passieren. Aminosäuren, Nukleotide, Lipide, für sich allein genommen machen sie das Leben nicht aus. Sie sind träge, sie pflanzen sich nicht fort, sie speichern keine Informationen. In gewissem Sinne kann man also sagen, sie sind dumm. Sie sind nicht eines Morgens aufgewacht und haben gesagt, hey, lasst uns alle zusammenkommen und eine Zelle bauen, die sich replizieren kann. So ist das nicht gelaufen. Es ist der Chemie gleichgültig, ob ein Stoff lebendig oder tot ist. Natürliche Selektion kann die Entstehung der ersten Zelle nicht erklären, weil die natürliche Selektion nur dann funktioniert, wenn sie eine Veränderung überwachen und vererben kann. Daraufhin wird der beste Überlebende für die weitere Entwicklung ausgesucht. Um überhaupt Selektion haben zu können, braucht man Zellen. Wenn man also den Ursprung der Zellen erklären will, kann man Selektion nicht hinzuziehen, weil sie genau das voraussetzt, was man zu erklären versucht. Natürliche Selektion kann nur mit einer Zelle arbeiten, die ein genetisches System hat und die in der Lage ist, sich fortzupflanzen. Wenn das nicht vorliegt, ist die natürliche Selektion irrelevant. Selbstorganisation ist die Idee, dass sich chemische Stoffe selbst auf irgendeine Art organisieren können, um sich in zweckgerichtete, informationsreiche Objekte zu verwandeln. Moleküle und Atome können sich gewissermaßen selbst organisieren. Salz zum Beispiel. Im Salz gibt es Natrium- und Chloridionen und sie interagieren aufgrund ihrer positiven und negativen Ladung. Das führt zur Zusammensetzung von Natriumchlorid. Es entsteht immer wieder dieselbe Zusammensetzung, Natriumchlorid, die sich dann stereotypisch verbinden kann, um ein Kristall zu bilden. Salzkristalle bestehen aus derselben Verbindung, die sich immer wiederholt. Wenn ein Salzkristall ein Buch wäre, wäre es ein Buch mit nur einem Wort. Solche sich regulär wiederholende Geometrie trägt nicht die Information in sich, die wir brauchen, um zum Beispiel ein Protein herzustellen. Die Sequenz, die wir in einem Protein beobachten können, ist äußerst irregulär. Es gibt keinen Weg, um vorauszusagen, welche Aminosäure auf die folgen müsste, die sie bereits vor sich haben. Die Selbstorganisation, die wir in der Natur wirklich beobachten können, ist der völlig falsche Weg, informationsreiche Strukturen der Lebewesen zu erzeugen. Sobald Sie natürliche Selektion und Selbstorganisation ausgeschlossen haben und Sie entdecken, dass Moleküle nicht dazu in der Lage sind, selbst zu denken oder zu planen, dann zeigt der Zufall seine hässliche Fratze und Wissenschaftler hassen den Zufall als Erklärung für den Ursprung des Lebens. Warum ist der Zufall eine so unbefriedigende Antwort? Vielleicht, weil viele Wissenschaftler aufgrund einer mathematischen Analyse nur zu gut wissen, dass die Chancen für einen Zufallserfolg unglaublich klein sind. Zufall. Das unbekannte und unberechenbare Element in irgendeinem Ereignis, das keine zuweisbare Ursache hat und nicht von einem Naturgesetz oder intelligenten Verursacher bestimmt ist.
Seit dem 17. Jahrhundert wird durchweg eine Methode verwendet, um den Ausgang solcher Ereignisse vorauszusagen: die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ganz allgemein funktioniert diese Theorie auf folgende Weise. Wenn Sie eine Münze werfen und dabei Kopf rufen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu erhalten, bei 50% oder bei einer von zwei Möglichkeiten. Werfen Sie zwei Münzen, so liegt die Wahrscheinlichkeit, zweimal Kopf zu erhalten, bei einer von vier Möglichkeiten. Drei Münzen und dreimal Kopf? Eine von acht Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn Sie eine weitere Münze hinzufügen, wird die Wahrscheinlichkeit Ihres Erfolgs, nämlich mit allen Münzen nur Kopf zu werfen, exponentiell um einen Faktor von 2 verringert. Wenn 10 Münzen geworfen werden, liegt die Wahrscheinlichkeit, 10-mal Kopf zu erhalten, bei 1 zu 2 hoch 10 oder weniger als 1 zu 1000. Wenn man das auf den Ursprung des Lebens anwendet und die zufällige Entstehung von großen Biomolekülen berechnen will, so zeigt die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie unglaublich gering die Chancen sind, dass der Zufall die Entstehung des Lebens verursacht haben könnte. Wie groß ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein einziges Protein allein durch das ziellose Zusammenspiel chemischer Verbindungen bilden konnte? Unser Ziel ist ein kleines Molekül, kleiner als ein durchschnittliches Protein, das aus 150 Aminosäuren zusammengesetzt ist, jede richtig aufgereiht, um eine gefaltete Kette zu gewährleisten. Forscher haben berechnet, dass auf der frühen Erde die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Bildung bei 1 zu 10 hoch 164 lag. Das bedeutet, eine Proteinkette in richtiger Sequenz nach 100 Millionen, Billionen, 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 Billionen Fehlversuchen. Trotz dieser unglaublich schlechten Chancen argumentieren einige Wissenschaftler, dass genug Zeit vorausgesetzt alles möglich ist. Aber überprüfen wir die Gültigkeit dieses Arguments. Wir wollen damit beginnen, eine ideale Umgebung für die chemische Evolution zu schaffen. Eine imaginäre Welt, in der dem Zufall jede Chance gegeben wird, zum Erfolg zu kommen. Zuerst füllen wir die Ozeane bis zum Rand mit Aminosäuren. Das heißt, dass alle Atome der Erde, auch der gesamte Vorrat an Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und an Schwefel zur Verfügung stehen, um 10 hoch 41 vollständige Sätze der 20 Arten von Aminosäuren zu bilden, die man zum Bau von Proteinen benötigt. Dann werden wir die Naturgesetze abwandeln, um diese Bausteine vor der zerstörerischen UV-Strahlung und vor chemischer Kontamination in der Ursuppe zu schützen. Lassen Sie uns nun beobachten, was passiert, wenn die Chemie ihre Arbeit macht. Die Aminosäuren beginnen sich blindwütig zu verbinden. In unserem Experiment bildet sich eine vollständige Kette aus 150 Einheiten von selbst, in nur einer einzigen Sekunde. Da alle Arten von Aminosäuren zur Verfügung stehen, gibt es an den meisten Orten eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, also 1 zu 20, dass sich das korrekte Molekül in der Kette einfügen wird. Wenn die Sequenzbildung fehlerhaft verläuft, wird die Kette sofort zerstört und eine neue Zusammensetzung beginnt. Über den Planeten verteilt werden so 6000 Millionen, Milliarden, Billionen, Billionen Versuche stattfinden, jede Minute. Das heißt, dass die Anzahl von erfolgreichen Ketten im Laufe von 4,6 Milliarden Jahren, die höchste Schätzung für das Alter der Erde, mehr als 10 hoch 58 beträgt. Eine riesige Summe. Doch wir sind noch lange nicht bei 10 hoch 164. Die Anzahl der Versuche, die im Durchschnitt nötig wären, um ein Protein aus 150 Aminosäuren zufällig zu bilden.
Wenn die ziellose Chemie unser begehrtes Molekül in der gesamten Geschichte der Erde nicht hervorbringen kann, wie viel Zeit wäre dann dafür nötig gewesen? Um das herauszufinden, machen wir eine kleine Reise. Wir beginnen damit, eine Brücke zu bauen, die den ganzen Durchmesser des beobachtbaren Universums überspannt. Eine Entfernung von mehr als 90 Milliarden Lichtjahren. Dann platzieren wir eine Amöbe auf dem einen Ende der Brücke. Dieser einzellige Organismus soll die Brücke mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von 30 Zentimetern pro Jahr überqueren. Los geht's. Während wir darauf warten, dass sich ein einziges Protein durch Zufall bildet, kriecht unsere Amöbe mehr als 5 Milliarden 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 Jahre einmal durch das ganze Universum und dann wieder zurück. Aber das Wettrennen hat gerade erst begonnen. Unsere Amöbe macht sich noch einmal auf den Weg, erreicht das andere Ende des Universums mit Erfolg und macht sich wieder auf den Weg nach Hause. Und immer noch ist kein einziges funktionales Protein irgendwo in Sicht. Für die nächste Reise wollen wir eine Nutzlast hinzufügen, ein einzelnes Atom. Nachdem sie ein weiteres Mal 500 Milliarden Billionen Meilen weit gekrochen ist, bringt die Amöbe ihre Ladung ans Ziel und kehrt zurück, um neue Ladung aufzunehmen. Wird sie zurückkehren, bevor sich unser Protein geformt hat? Sie wird noch 10, 20, 100, 1000 Hin- und Rückwege vollbringen können. Und immer noch gibt es kein Anzeichen eines verwendbaren Moleküls. Die Amöbe kann ihre Transporte fortführen, bis sie jedes Atom auf der Erde einmal durch das Universum transportiert hat. Dann alle Atome in unserem Sonnensystem. Und schließlich alle Planeten und Sonnen in der Milchstraße. Atom für Atom. Tatsächlich hat unsere Amöbe so viel Zeit, während wir darauf warten, dass sich ein einziges Protein selbst zusammensetzt, dass sie bei einer Geschwindigkeit von 30 Zentimetern im Jahr das ganze Universum mehr als 56 Millionen Mal über unsere Brücke transportieren könnte. So viel Zeit wäre dafür nötig, dass sich ein einziges funktionales Protein zufällig bilden kann. Stellen Sie sich gegen alle Wahrscheinlichkeit vor, dass die chemische Evolution unser funktionales Protein hervorgebracht hat. Hätten wir damit das Leben? Nein, wir hätten ein Protein. Nur eine leblose Zusammensetzung von Aminosäuren. Die einfachste lebende Zelle, die wir kennen, besitzt mehr als 300 verschiedene Proteine. Aber Proteine sind nur ein Teil der Gleichung, wenn man sich eine lebende Zelle näher ansieht. Vergessen Sie nicht, man braucht Kohlenhydrate, komplizierte Zuckerverbindungen, Nukleinsäure, DNA und RNA, Lipide. Eine ganze Vielzahl von verschiedenen chemischen Stoffen, die zusammen ein lebendes System bilden. Und all diese Teile müssen in dieselbe Mikrowelt zur selben Zeit zusammengebracht werden. Jeder chemische Baustein muss daraufhin im selben Netzwerk der molekularen Maschinen zusammengefügt und organisiert werden, das jeden Aspekt des Lebens bestimmen wird. Wenn wir genau verstehen, wie schwer es ist, auch nur eine molekulare Maschine herzustellen und das nur mit Hilfe von Atomen und Energie, dann verstehen wir, dass wir es mit einem großen Problem zu tun haben. Denn auch wenn Sie eine molekulare Maschine haben, haben Sie noch lange kein Lebewesen. Diese Maschinen brauchen weitere molekulare Maschinen. Und selbst wenn die Natur dazu in der Lage wäre, alle nötigen molekularen Maschinen herzustellen, wäre das immer noch nicht genug. Denn sie müssen alle an dem winzigen membranumschlossenen Ort zusammenkommen, den wir Zelle nennen. Meinem Verständnis nach muss all das auf einmal passieren. Man kann nicht ein Stück nach dem nächsten aufbauen, denn alle Bestandteile arbeiten in einer kausalen Schleife zusammen. Die höhere Organisation der Zelle ist mehr als ihre einzelnen Teile.
Die räumliche Anordnung in der Zelle setzt voraus, dass alle Moleküle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein müssen. Die DNA wird in die RNA kopiert. Die Polymerase, die für das Kopieren zuständig ist, muss die richtige Stelle finden, um mit ihrer Arbeit an der DNA zu beginnen. Die RNA muss sich irgendwie mit den Ribosomen verbinden, die an genau der richtigen Stelle sein müssen. Ebenfalls die Proteine. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die durch Zufall erklärt werden soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sie tatsächlich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle antrifft, ist einfach unvorstellbar gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sie innerhalb einer Membran, wie in einer Zelle, erhalten könnte, ist praktisch unendlich gering. Da der Zufall so ganz und gar ausgeschlossen werden kann, hat sich die Suche nach einer belastbaren materialistischen Erklärung in verschiedene Richtungen verzweigt. Zu diesen Theorien gehört die von Lehmoberflächen, die mit Rissen durchzogen waren, in denen sich organische Moleküle ansammeln und zu Ketten von Nuklein und Aminosäuren verbinden konnten. Hydrothermale Spalten auf dem Meeresboden, die aus hocherhitzten unterseeischen Kesseln chemische Bausteine ausspuckten. Und urzeitliche Ozeane, die mit RNA gefüllt waren, ein vielseitiges Molekül, das in der Lage ist, genetische Informationen zu lagern und zu replizieren. Und das theoretisch ohne die Hilfe von DNA oder Proteinen. Solche Vorschläge haben großes Interesse hervorgerufen. Doch jeder dieser Theorien steht dasselbe Hindernis im Weg, wie auch dem Zufall. Wie sollen sich leblose Bestandteile in die komplexen Biomoleküle des Lebens verwandelt haben? Das Problem wird an der RNA-Welthypothese deutlich. Die RNA-Welt ist die Idee, dass man genug Nukleotide zusammenfügen kann, um eine Kette zu bilden, die lang genug ist, um sich selbst zu kopieren. Und wenn sie sich einmal kopiert hat, das immer wieder zu tun. Lebensursprungsforscher stellen sich vor, dass das allererste Leben nur aus RNA bestand, die sich aus eigener Kraft irgendwie zu einer größeren Welt entwickeln konnte, in der auch DNA und Proteine anzutreffen sind. Aber niemand weiß, wie das hätte passieren können. Seit der Veröffentlichung der RNA-Welt hat diese Theorie mehr und mehr Zustimmung erfahren. Und das trotz zahlreicher Einschränkungen, wie zum Beispiel die Stabilität der Moleküle. Wenn man sich ein RNA-Molekül allein anschaut, scheint es auseinanderzufallen. Mit der RNA zu arbeiten ist außerordentlich schwierig, weil sie so zerbrechlich ist. Sie ist ja als vorübergehender Informationsspeicher gedacht. Aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie als Anfangspunkt für die Entstehung des Lebens in Frage kommt. Die RNA kann nicht der Vorläufer der ersten Zelle sein, denn sie muss in einer zellulären Umgebung geschützt sein, um stabil zu sein, kopiert zu werden und ihren Zweck zu erfüllen. Heute werden RNA-Moleküle unter Laborbedingungen hergestellt. Viele Biochemiker halten diese synthetischen RNA-Stränge zumindest für eine teilweise Bestätigung, dass die chemische Evolution einst das Leben auf der Erde entzündet hat. Wenn man RNA im Labor herstellen will, muss man alle Oberflächen und seine Pipetten ganz sauber halten und spezielle Arbeitshandschuhe tragen, den Arbeitsplatz unter Verschluss halten und hoffen, dass keinerlei Kontamination entsteht, sonst ist die RNA weg. Und dann muss man das Problem der richtigen Sequenz lösen. Man braucht also Wissenschaftler, die hart daran arbeiten, für die RNA die richtige Sequenz zu finden und die unterschiedlichsten Kombinationen ausprobieren müssen, um eine zu finden, die sich kopieren kann. Man benötigt also einen komplizierten RNA-Strang, der sowohl als Erbsubstanz und als Enzym im System funktionieren kann. Daran arbeiten die klügsten Köpfe der Wissenschaft und trotzdem haben sie es nicht geschafft, das Problem zu lösen. Der Chemiker Robert Shapiro sagte über die synthetische RNA und ihre Bedeutung für den Ursprung des Lebens: Der Fehler in dieser Forschung liegt nicht in der Chemie. Der Fehler liegt in der Logik des Gedankens, dass ein kontrolliertes Experiment im modernen Labor den Zuständen auf der frühen Erde entsprochen hätte. In Wirklichkeit sind die Chancen, dass sich RNA von selbst bildet, ungeheuer gering.
Um RNA im Labor herzustellen, braucht man ein hohes Maß an Intelligenz, Voraussicht und Vorsicht in Planung und Ausführung. Ohne Absicht und Achtsamkeit würden wir die richtige Sequenz niemals erhalten. Die Wahrscheinlichkeit der chemischen Evolution wird durch die Zusammensetzung der Ursuppe noch weiter reduziert. Denn in ihr muss chemisch betrachtet ein absolutes Chaos gewesen sein. Alle möglichen Arten von rivalisierenden Reaktionen hätten dem erforderlichen chemischen Prozess gegenseitig im Weg gestanden. Moleküle nämlich, die von lebenden Organismen nicht gebraucht werden können und ihnen sogar schaden würden. Die Bedingungen auf der frühen Erde sind lebensfeindlich. Sie stehen der Entstehung der Verbindungen im Weg, die nötig sind, um Biomoleküle herzustellen. Und genau da entstand ein riesiges Problem. Denn Wasser zerstört die Bindungen, die die Proteine zusammenhalten. Wasser zerstört auch die Bindungen der Nukleinsäuren wie der DNA. Wasser zerstört die Bindungen, die die Polysaccharide zusammenhalten, wie Stärke und Zellulose. Der Ursprung des Lebens kann also nicht im Wasser liegen. Mit diesen unüberwindbaren Hindernissen auf der Erde konfrontiert, haben manche Wissenschaftler die Grenzen ihrer Forschung ausgeweitet. Im Jahr 1976 hat der Nobelpreisträger Francis Crick eine radikale alternative Theorie zum Ursprung des Lebens vorgeschlagen. Danach wurden auf unserem Planeten Mikroorganismen ausgesät, die von einem anderen Teil des Weltalls durch Aliens hergebracht wurden. Diese Theorie heißt Panspermia. 5 Jahre später schlug der Physiker Frederick Hoyle eine abgewandelte Version der Panspermia-Theorie vor, als er vermutete, dass DNA-Stränge von einem intelligenten Wesen in einer fernen Galaxie hergestellt und wie Löwenzahnsamen an einem windigen Tag in das Weltall gestreut wurden. Ein Teil dieses genetischen Materials soll dann auf der Erde gelandet sein. Eine weitere Version dieser Theorie, die nach einem Meteoritenfund populär wurde, nimmt an, dass Mikroben sich an anderer Stelle im Universum gebildet haben und dann mit Kometen und Asteroiden auf die Erde gelangt sind. Die Panspermia-Theorie ist wirklich eine Kapitulation der Wissenschaft, weil sie sich jenseits jeder realen wissenschaftlichen Untersuchungsmöglichkeit befindet. Wenn uns die Wissenschaft sagt, dass das Leben wahrscheinlich nicht von selbst auf der Erde entstehen konnte, dann muss es anderswoher kommen. Selbst wenn das nach einem schlechten Horrorfilm aus den 50ern klingt, es kam aus dem Weltall. Wenn ich Schwierigkeiten habe, das Leben auf der Erde zu erschaffen, weil zum Beispiel die benötigte Atmosphäre geologisch unwahrscheinlich ist oder ich nicht genug nötige Moleküle zusammenbekomme, dann werden diese Schwierigkeiten auch auf jedem anderen Planeten existieren, von dem wir postulieren, dass auf ihm der Ursprung des Lebens stattfand. Wir können unser Problem nicht lösen, indem wir es an einen anderen Ort in der Galaxie verschieben. Die Panspermia-Theorie beantwortet die Frage nach dem Ursprung des Lebens nicht, sondern verlegt sie nur. Die Unzulänglichkeit der Panspermia-These hat manche Wissenschaftler zu einer Theorie geführt, die weit über unser gängiges Verständnis der Astronomie hinausreicht: das Multiversum. Laut dieser Hypothese ist unser Universum nicht das einzige. Es soll stattdessen Milliarden oder Billionen Universen geben, die einst durch einen unbekannten natürlichen Prozess entstanden sind. Als dadurch alle Möglichkeiten exponentiell vermehrt wurden, wurde sogar das Unwahrscheinlichste denkbar. Es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die richtige Kombination von Rohmaterial, Umweltbedingungen, Naturgesetzen und dazu eine große Dosis Glück zusammenkamen, um die Moleküle und die biologischen Maschinen herzustellen, die sich zur ersten lebenden Zelle verbanden. Mit anderen Worten, in einem riesigen theoretischen Ozean von Universen musste jemand im kosmischen Lotto gewinnen. Und das waren wir.
Wenn ich mir die Literatur zum Ursprung des Lebens anschaue, wo zum Beispiel ein Vorschlag zur Entstehung der RNA oder der Proteine gemacht wird und der Autor selbst zugibt, wie unwahrscheinlich das chemisch wäre, dann frage ich mich, wie hat er sich in eine solche Sackgasse manövriert? Nun, er ist dort hineingeraten, weil eine bestimmte Philosophie ihn gelehrt hat, dass das die einzige akzeptable Antwort ist. Und an dieser Stelle würde ich dem Autor gerne sagen, schauen Sie, Sie wissen, wie unwahrscheinlich das ist, und ich weiß es auch. Der Grund, warum Sie hier auf einer Felskante stehen und in den Abgrund der Unwahrscheinlichkeit hinabblicken, ist, dass Sie vor langer Zeit beschlossen haben, dass nur eine materialistische Erklärung zugelassen werden kann. Wie viele materialistische Erklärungen müssen noch scheitern, ehe wir bemerken, dass wir den Materialismus vielleicht hinter uns lassen sollten? Wir brauchen einfach eine andere Art Erklärung. Aber wenn man sich die verschiedenen wissenschaftlichen Theorien ansieht, die der Physik, der Chemie, Theorien der Entstehung der Sterne, dann sind das alles Theorien über das, was sich da draußen befindet. Wenn es aber um den Ursprung des Lebens geht, dann sprechen wir von Theorien, die uns selbst betreffen. Letzten Endes unsere Herkunft. Unsere Weltanschauung, unsere Philosophien, unsere Wissenschaft, das alles ist miteinander verbunden. Und das unterscheidet die Frage nach dem Ursprung des Lebens von allen anderen wissenschaftlichen Fragen. Die Naturwissenschaften existieren nicht getrennt von all unseren anderen Vorstellungen von der Welt. Deshalb kann eine sehr begrenzte technische Frage wie die nach der ersten Entstehung der RNA durch die Verbundenheit aller realen Dinge zu einer ganz anderen Frage führen, wie die, ob es einen Gott geben könnte. Ist Gott möglich? Gibt es Gott tatsächlich? Wenn das Leben in all seiner Vielfalt und Fülle nicht durch einen rein physikalischen oder natürlichen Prozess von allein entstehen konnte, dann kann das ein Hinweis darauf sein. Und ich glaube, der Ursprung des Lebens ist ein ganz wichtiges Thema, um das ganz vieles kreist. Als neugieriger Mensch begegne ich der Natur und frage mich, was sind für mich die alltäglichen Hinweise auf das Vorkommen von Intelligenz? Kann ich sie im Leben entdecken? Und die Antwort lautet, ja, im Überfluss. In abundance. Was wir in den biologischen Systemen beobachten können, ist ein Wunder. Sie sind wunderschön und elegant. Und je mehr wir über die Biologie verstehen lernen, desto offensichtlicher wird ein Design. Als ich mit Intelligent Design angefangen habe, gab es Leute, die im Internet Sätze verbreiteten, denn ich habe meinen Abschluss am MIT gemacht und bin dann an die Universität von Washington und nach Harvard gegangen, wie, sie war doch ziemlich clever. Was ist passiert? Eigentlich setzt der Materialismus der Wissenschaft Scheuklappen auf und wir versäumen, was an der Welt am bemerkenswertesten ist. Es ist eine aufregende Zeit, ein Wissenschaftler zu sein, denn wir können die Dinge mit neuen Augen sehen, mit einer ganz neuen Vision. Intelligenz ist außerordentlich hilfreich, wenn wir nach einem Erklärungsrahmen suchen, der wirklich in Übereinstimmung mit dem ist, was wir in der Natur beobachten. Die Natur sieht geplant aus. Das Leben sieht geplant aus. Design und Intelligenz erklären Dinge wie all die Informationen, die wir innerhalb einer Zelle vorfinden können. Lebende Wesen sind keine Zauberei. Ich bin Wissenschaftler und glaube nicht wirklich an Magie. Ich glaube an Vorgänge und Ursachen, die die Phänomene, die ich beobachte, hinreichend erklären können. Intelligenz reicht dazu aus. Intelligenz ist notwendig. Deshalb ist Intelligenz die Lösung, zu der ich komme.